Ich werde dafür sorgen, dass man auf jeden Fall, dass es die tödlichste Falle überhaupt wird. Hey, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Und ja, vorgestern kam keine Folge. Oh mein Gott, seit langer, langer Zeit kam keine Folge. Und da gab es schon so Leute auf Twitter, wo ich geschrieben habe, yo, Petrit. Ich habe auf Twitter geschrieben halt so, ja, heute keine Folge, aber dafür ein Stream, pipapo. Und alle so, oh, Petra hat wieder angefangen, WoW zu spielen. So haben ein paar Leute schon direkt geschrieben, so, willst du wieder inaktiv werden? Die so, nee, nee. Habe aber dafür dann auch gestreamt. Und ja, morgen gibt es auch einen Livestream am, ja genau, am Sonntag halt, quasi morgen gegen 18 Uhr. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Livestream. Also wenn ihr den verpasst, dann werdet ihr euch ärgern, ne? Werdet ihr auch sehen, wieso, will ich nicht spoilern. Deshalb twitch.tv/petrolp morgen am Stiesel. Und ich habe schon mal die Items hier vorbereitet, die wir gleich brauchen. Ihr seht schon am Titel, über was es sich handelt. Ich muss nur ganz kurz so eine Spitzhacke mir da holen. Und viele haben gefragt, was für ein Mikrofon das ist. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Das haben mir die Leute, also die Leute von Schure, mir zugeschickt. Also ich habe die angefragt, weil alle in meinem Stream meinten ja so, ja, Petrit, hol mir mal ein neues Mikrofon von. Natürlich, ich krieg dafür jetzt kein Geld oder so, aber ich habe denen gesagt, yo, ich erwähne das mal ganz kurz natürlich am Anfang, dass es dann von denen ist. Denn ihr seht, dass ich möchte eine Endfalle bauen. So, dafür müssen wir auch gleich zum End, deshalb bin ich auch hier schon in der Stadtmitte, weil wir können zum dem Endportal eine große Strecke mit der Lytra von der Stadtmitte, ne, wegfliegen quasi. Und ja, deshalb erstmal die Pickaxe, weil ich werde da natürlich was präparieren. Und da ist ja das meiste aus Cleanstone, dann können wir uns quasi so halt viel sparen. By the way, heute Samstag werde ich auf jeden Fall probieren. Also ich will es nicht versprechen, weil meine Versprechungen sind halt echt schlimm so. Da kommt bei mir meistens immer was dazwischen. Probieren noch ein zweites Video heute hochzuladen. Und auf Vlog dann endlich mal den Vlog rauszukicken. Yo. Und Spark of Phoenix ist immer so richtig krank, was das angeht. Mit immer so ein End, was ist das für ein Endport, hier, Netherportal, Alter. What the fuck, das ist größer als mein Haus, ey. Junge, Alter, so richtig typisch. Aber ich, das hier, glaube ich, so müssten dann die Seiten symmetrisch sein. Kann das sein? Ja, ich glaube, das kann sein. Ach, egal. Ich gebe jetzt mal einen Fick auf die Spitzhacke. Der hat keine Händler mehr, leider. Wir braten einfach das Stein, falls wir da irgendwas mit Cleanstone verbauen müssen. So, die ganzen Sachen habe ich hier in den Schalker-Boxen drin. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie traurig würdet ihr es finden, wenn Craft Attack einfach aufhören würde. Haut mal in die Kommentare. So, würde mich echt interessieren. Würde ich das traurig finden oder würde ich sagen, nee, nicht so schlimm. Würde mich mal echt interessieren. Dann sagen wir mal so, ich weiß ja ungefähr so, wann das Projekt halt endet. So, und deshalb würde mich mal das so interessieren, was ihr so da, wie ihr da so fühlt und so, pipapo. Wäre ganz interessant. So, wir nehmen mal die Brustplatte weg. So, irgendwo hier lang. Ja, ja, als wir damals geflogen sind, ja genau. Aber ich weiß jetzt nicht genau wo. Aber wir werden auf jeden Fall sehr viel Zeit mit der Lytra sparen. Oh mein Gott, ich glaube wir sind, ich hoffe wir können, ah man, nice, sehr gut. Offene Flächen sind immer gut. Und hier runter. Ich hoffe ich habe auch wirklich alle Items mit, ne. Das wäre jetzt natürlich jetzt sehr, kann ich da durchfliegen, nice. Ich bin doch mit dem Zinus hier lang gegangen, ja, ja. Als ob. Ja, ja, krass, krass. Aber damals sind wir früher der Lytra weggekommen, weil wir einfach gegen die Wand geknallt sind, so. Ja, wir haben auf jeden Fall schon, kann man die Lytra jetzt weg hier? Hallo? Alles klar. Gut, dann sehen wir uns gleich da, wenn wir halt da sind. So, wir sind jetzt hier angekommen und ja, hat jetzt nicht so mega lange gedauert. Wo ist jetzt nochmal das Endportal wahrscheinlich? Hallo, Andy. Oh, hier sind ja Sachen, die wurde ja nur geil gelootet. Alter, man kann ja richtig entdecken hier noch. Nee, wurde alles wirklich weggefetzt anscheinend. Aber ich mag eigentlich so Dungeons. Solche Dungeons sollte wirklich Mojang mal rausbringen, so. Die sollten da echt mal, die sind da echt teilweise echt faul, was das angeht. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich mich verirrt habe? Ja, hier bin ich doch runtergefallen. Genau da. Das heißt, wir gucken mal hier in die Richtung. Hier müsste doch das. So, Freunde, boah, habe ich lange gebraucht, um das Portal zu finden. Ich verstehe auch nicht, wieso. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Wie dem auch sei. Wir werden das auf jeden Fall so machen, dass wir machen so ein 2x2-Feld. Betroffener fällt dann einfach hier rein. Und ich werde dafür sorgen, dass man auf jeden Fall, dass es die tödlichste Falle überhaupt wird. Wir müssen natürlich jetzt hier schauen, dass wir wenn ein Silberfisch jetzt hier uns reinkickt, also das ist nicht so, dass wir dann irgendwie jetzt sterben oder so, aber das würde sehr viel Zeit kosten. Also wirklich viel Zeit. By the way, ich habe auch
wieder, also obwohl das jetzt ein bisschen mehr als eine Woche her ist, ehrlich gesagt habe ich wieder richtig Lust auf einen 12-Stunden-Stream. Also der letzte, der vor einer Woche, der hat mir super gefallen, da waren auch wieder richtig viele da. Wie gesagt, habt ihr Bock auf noch einen 12-Stunden-Stream? Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, lasst es mich irgendwie wissen. Und dann gehen wir mal hier hoch. Wir werden auf jeden Fall den Leuten von der Rebellion ein bisschen eine Falle stellen. Und zwar, die sind ja gierig, das habe ich ja gar nicht erwähnt, wieso ich diese Falle überhaupt mache, ne? Die sind nach diesem Drachenei, also die wollen das Drachenei unbedingt haben. Und das habe ich in Gewahrsam. Und ich versuche, da Drachenei auch was mit dem End zu tun hat, denen irgendwie so eine Botschaft zukommen lassen. Aber dazu gleich erstmal. Wie tief soll er fallen? Ja, soll schon schmerzhaft sein. Also, ja, die Höhe reicht eigentlich. So. Heißt, dass das hier... Ich will das irgendwie erstmal markiert haben. Und zwar nehmen wir dafür Moosstein. Das ist der Stein, wo man runterfällt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier authentisch machen. Der Gang muss authentisch wirken. Er darf nicht so krass in der Falle wirken. Also... Ja, wir müssen gucken, wie wir das machen. Also so schwer ist das nicht, aber wir müssten, nachdem wir diese Konstruktion, eine Redstone-Konstruktion gemacht haben, auch gleich mal ins End gehen und da was präparieren, damit die Falle wirklich ihre komplette Wirkung bekommt. Und das. Ich werde das erstmal hier ein bisschen hier ausheben. Leider haben wir keine schnellere Spitzhacke. Leider Gottes, wir machen auf jeden Fall hier schon mal Holz, eine Workbench und eine Doppeltruhe. Und dann brauchen wir noch einen Stick. Einen Haken. So, jetzt kriegen wir schon mal eine Trap Chest. Die platzieren wir da. Perfekt. Dann brauchen wir Sticky Piston. Piston, wir need some Piston. Aber wir haben dafür alles, ne? Haben wir dafür alles? Ja, nö, alles im grünen Bereich hier. Ich weiß ja nicht, wie viele, aber zum Glück haben wir Eisen mitgenommen. Dann brauchen wir... Ich glaube, das an Sticky Piston sollte reichen. Und Repeater brauchen wir. Machen wir mal daraus ein paar Redstone-Fackeln. Dann Cleanstone. Ich mache erstmal Craft, erstmal alles, was wir brauchen. Ich glaube, das sollte auch reichen. Und Redstone an sich. Aber wir haben, glaube ich, noch hier Redstone dabei. So, dann müssen wir mal hier ein paar Sachen aufmachen. Hier, damit natürlich das Ganze funktionieren kann. Leider habe ich keine... Ich mache das erstmal, dann erkläre ich euch das Ganze mal. Dann in Ruhe. Erstmal, meine lieben Freunde, habt ihr hier dieses Viererfeld, was sich natürlich lösen wird. Dann platziert ihr zwei Sticky Pistons nach oben. Dann dahinter, also quasi hier, zwei Sticky Pistons, die in die Richtung zeigen. Und nochmal darüber zwei Sticky Pistons, die genau in dieselbe Richtung zeigen, auf beiden Seiten. So, Freunde, nach sehr, sehr komplizierter und aufwendiger Arbeit habe ich es geschafft, hier die ganze Redstone-Konstruktion fertigzustellen. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie das alles hier funktioniert und was ja der Sinn dieser ganzen Falle oder Konstruktion sein soll. Und zwar, meine lieben Freunde, haben wir hier einmal das Loch, wo wir reinfallen, und ich hoffe, wir werden nicht reingekriegt, sonst GG. Hier die Pistons, dann die zwei Blöcke, die gleich nach oben geschleudert werden. Soll halt natürlich alles clean sein. Ich werde den Rest noch verdecken. Hier die Kiste. Wir können das hier rein theoretisch schon gleich zumachen. Ich weiß nicht, ob ich das ernst hier so lassen soll, wegen authentisch und so pipapo. Aber, meine lieben Freunde, hier geht dann die Redstone-Konstruktion. Hier zack, 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 zack. Hier drunter, hier drunter, hier drunter, hier drunter. Hier zwei Repeater. Da jeweils ein Repeater, Repeater mit einem Delay. Dann geht das Redstone dann hier hoch zu den Kolben. Kolben sage ich schon, Pistons. Und dann hier auch. Und wenn jetzt alles richtig ist und ich die Redstone-Fackel hier platziere, sollte das hochgehen. Ich werde immer besser mit Redstone, muss ich sagen. Also diese Fallen-Videos, die helfen mir echt, meine Redstone-Fähigkeiten ein bisschen hoch zu, auf Vordermann zu bringen. So, und jetzt, wenn, warum geht das jetzt nicht? Ich glaube, wir müssen das verbinden. Das muss eigentlich verbunden sein. Okay, Freunde, ich habe es. Ah, okay. Perfecto, Mecto. Der Fehler war, ich habe gerade ein bisschen rumexperimentiert, dass diese Blöcke hier müssen zu sein. Das war hier offen. Ein Delay, perfekt. Sehr schön. Ich überlege, ob ich in der Kiste irgendwas reintun soll. Aber an sich ist das nicht nötig. So, jetzt müssen wir gleich nochmal ins Eng. Also wir können gleich die Falle benutzen, um da reinzuspringen. Da können wir den kurz mal testen. So, ich habe hier so eine Art, ja, dass man das so erkennt, dass es hier ist. Ach, dann mache ich runter, grabe ich jetzt runter den Weg und platziere dann unten Wasser, dass man da einfach reinspringen kann. Ich denke mal, das ist ganz, ganz okay. Die Koordinaten sind dann... screenen wir die Koordinaten. Wir brauchen das, weil wir werden in der Rebellion eine Nachricht hinterlassen, meine lieben Freunde. Klüm ist auf dem Server, das ist einer von uns. Das heißt, passt das auch. So, dann fällt man hier runter. Wir machen dann hier ein bisschen Redstone-Fackeln. Man soll nicht erkennen, dass das eine Redstone-Truhe ist. Ein bisschen dunkel will ich das schon lassen hier. So, ein bisschen Dunkelheit hier so lassen. So, hier alles aufsammeln. Und ich würde sagen, wir können mal die Falle benutzen, reinspringen. Ja, könnten wir an sich machen. Und wir lassen da drin einfach richtigen Crap, weil so viele Steine könnte ich noch gebrauchen, ne? Oh, ein Emerald. Vielleicht kriegt ihr den.
So, wir sagen, wir testen die Falle mal gediegen aus. Und ja, wir müssen da reingehen jetzt ins End. Und, oh mein Gott, ich traue mich echt nicht. Egal. Hoi! Okay, meine lieben Freunde. Jetzt kommt der Tag. Ich hoffe, wir haben keinen Fehler begangen. Oh, hier richtig viele Endermans. Mann, beim Kampf mit dem Ender dran wäre ich so gern dabei gewesen. Ohne Spaß, wäre ein bisschen mega. Okay. Meine lieben Freunde, es ist echt eine mega fiese Falle. Und, aber da alle schon da... Ich weiß schon, was ich tue, vertraut mir. Oh mein Gott, das ist schon... Ich werde die Leute vom Kollektiv natürlich in Kenntnis setzen, dass sie denn auf jeden Fall nicht, ihr wisst schon, dass diese Falle auslösen soll. Hier wird spawned, Mann. Würde ich sagen, weg damit. So, Freunde, wir haben jetzt hier... Boah, Junge, mit dieser Endstein... Das dauert Jahre, als abzumachen. So, wir das jetzt nur eine Schicht. Wenn wir die abbauen, dann ist das halt quasi das Nichts. Ich baue erstmal das Obsidian ab. Ich weiß, die Falle ist, also dass die Leute vom Kollektiv werden Bescheid wissen, dass, damit die natürlich nicht sterben. Klar ist die Falle ein bisschen schon stark. Wenn ich zum Beispiel, ich habe überlegt, jetzt doch diese Schicht da unten zu lassen, nur eine Truhe zu tun, dass dann jemand, wenn da jemand hier reinfällt, einen Schock kriegt, dann runterfällt und dann nicht stirbt. Und mit einer Truhe steht ein Buch mit. Yo, wie das Ei bekommt ihr nie. Aber auf der anderen Seite, wenn dann Leute sagen, oh Patrick, die Rebellion, was die euch angetan haben, jetzt mach mal was, jetzt, weil wir machen schon die ganze Saison auf harmlos und wir haben es jetzt echt nicht so krass übertrieben, muss man einfach mal an der Stelle sagen. Und da habe ich mir gedacht, yo, komm, ich ziehe es durch, ist einfach so und es herrscht Krieg, Freunde. Und da darf man nicht verweichlichte Aktionen bringen, sondern echt, wenn, dann richtig. Ich habe jetzt hier angefangen, das zu machen, jetzt mache ich das auch richtig fertig. So, das letzte Stück Obsidian, perfekt. Freunde, by the way, das Kollektiv wird jetzt nicht mehr in den End gehen. Ich werde die Leute natürlich informieren und wir brauchen nichts. Da die Rebellion, abgesehen davon, dass diese Kiste, die ich präpariert habe, ich werde natürlich versuchen, jemanden mit einer List da reinzulenken in diese Kammer, dass er diese Kiste aufmacht, die reinfällt, weil wir haben ja auch von der Rebellion falsche Koordinaten bekommen, was dem Endportal allgemein anbelangt, vor 3 Wochen, wegen dem Ender-Drachenkampf. Und das gleiche mache ich jetzt mit denen auch. Ja, aber wenn zum Beispiel die Rebellion denkt, oh, wir müssen das andere Drachen kriegen und die finden halt das, was wir halt gebunkert haben, nicht, dann, meine lieben Freunde, werden die eventuell, nehmen wir mal an, die denken sich so, yo, lass mal eine Erkundungstour nochmal ins End machen, vielleicht finden wir noch ein zweites Ei, gehen dann hier rein, sterben alle und dann ist das schon mal ein kleiner Sieg. Man muss nur, ja, ein bisschen nachdenken, dann kann man mit den einfachsten Mitteln Großes bewirken, sagen wir mal so. Oh mein Gott, oh nein, das falle ich da rein und sterbe ich. Oh mein Gott. So. Oh. So, hier spawnt man, also da oben hätte man spawnen, fällt man hier runter. Perfekt, Freunde. So, das war's. Ich gehe jetzt nochmal zur Rebellion, setze da eine Post, also setze da ein Buch und dann war's das. Kleiner Cut, bis gleich. Alter, diese Massentierhaltung, das ist Tierquälerei, was die betreiben hier. Das kann echt so nicht angehen. Und diese Zelle, wenn ich die nochmal sehe, was die mit mir, ohne Spaß, was die mit mir hier gemacht haben. Unnormal. Das ist menschenverachtend. So, runter mit uns. MLG Master Pro Patrick. So. Und ich habe im Stream, by the way, hier diese Rose platziert. Also ich habe So, wir haben hier geschrieben. Hallo Anhänger der Rebellion, ich spreche dafür bitte. Leider kann ich meine Indizien nicht preisgeben. Es ist nur, ihr könnt es selber lesen, ganz kurz hier. Zack, zack, zack. Koordinaten. Pipapo. Wir locken die an. Alles klar, meine lieben Freunde. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Könnt ihr den Part natürlich auch gerne positiv bewerten. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.